Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Ark Survival Evolved. In der letzten Folge haben wir ja probiert, einen Allosaurus zu zähmen, was ja leider wirklich mehr als... mehr als es schlecht gelaufen ist, wollen wir es mal so freundlich formulieren. Was ich aber natürlich ganz vergessen habe, es gibt ja mittlerweile noch einen neuen Dino. Und ich habe tatsächlich einen gefunden. Die Dinger sind nicht so wirklich häufig, habe ich das Gefühl. Und ihr seht den da hinten, der sieht ein bisschen aus wie ein Quetz, aber mit einem deutlich größeren Schädel-Dingens, Schädelkamm, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist, ich glaube, Tapejara oder so heißt es. Wie, wartet mal, wir können ja mal gucken. Und, ja, Tapejara, oh, der ist sogar Level 103. Okay, ich würde gerne versuchen, den zu zähmen. Allerdings, ich bin schon mal an den Rand geflogen. Die scheinen sehr, sehr scheu zu sein. Also sobald ich da in die Nähe komme, haut der ab. Ich habe mir mal ein paar Bolas gemacht. Die hatten wir, glaube ich, noch von dem Argentavis, Archaeopteryx, so rum. Und ich will mal gucken, ob ich irgendwie an den Rand komme, um dem vielleicht die Bola an den Kopf zu schmeißen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Hier unten, glaube ich, sind wir halbwegs... Ja, hier scheinen wir halbwegs safe zu sein. Wo ist denn der jetzt hin? Da. So, ich probiere das einfach mal. Mal gucken, ob der... Guck mal, jetzt ist er gelandet. Das ist schon mal gut. Sollte ich vielleicht... toll, jetzt... Okay, der ging voll daneben, der Wurf. Ah, nein, nicht übers Wasser. Ich kann die nicht so weit werfen. Oh Gott, ich habe gleich keine mehr. Kann der mal immer aufhören? Der dreht immer dann ab, wenn ich... Ist gar nicht so einfach. Ich muss irgendwie näher an den rankommen. Und wenn der da jetzt gerade über dem Wasser rumfliegt, das ist eh nicht so gut, weil... Ja, ihr könnt es euch ja vorstellen, ne? Der fällt ins Wasser und er säuft. Er trinkt, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie ich den... Ah, oh, da hinten. Ich habe schon geguckt. Ich habe natürlich die Umgebung schon mal angeguckt. Da hinten ist natürlich jetzt auch noch ein Spino. Da sollte der jetzt besser nicht hinfliegen. Warte mal, vielleicht kann ich den ja... Ich probiere mal was aus. Vielleicht kann ich den ja zurückscheuchen in die andere Richtung. Wo ist er denn? Guck, da ist der... da ist ja noch einer. Ja, aber der ist mir zu dicht an dem Spino dran. Das probieren wir jetzt nicht. So, jetzt haut der ab. Nö, der haut nicht ab. Toll, aber direkt bei dem Spiel. Nein, du sollst darüber fliegen. Guck mal, da lang. Ja, hier ist... da hinten. Oh, das ginge vielleicht sogar noch hier in der Ecke. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange man braucht, um den zu zähmen. Aber hier ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass der ins Wasser fällt. Und ich wette, in diesem Wasser sind Piranhas. Kann ich dich irgendwie so ein bisschen... Magst du nicht so ein bisschen darüber fliegen, mein Lieber? Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Ja, oder in den Wald. Genau, da kannst du an einem Baum hängen bleiben. Das wäre toll. Okay, das ist, klingt fies, aber... Wo ist er hin? Verdammt! Der muss hier irgendwo in den Bäumen sein, aber ich sehe ihn gerade nicht. Der Regen ist natürlich jetzt auch eher suboptimal gerade. Wo ist denn der hin? So weit weg kann der doch jetzt nicht sein, oder? Fliegen wir hier unten lang? Vielleicht sehe ich ihn ja von unten eher als von oben. Landen. Moment. Also wenn... Oh Gott, wenn der da irgendwo in den Blättern ist, den sehe ich sowieso nicht. Ist er vielleicht irgendwo hier unten gelandet? Ich... Mal gucken, vielleicht können wir den hier irgendwie rausscheuchen, wenn wir hier mal... Ich sehe nichts mehr. So, haben wir ihn rausgescheucht? Ich glaube nicht wirklich. Oder seht ihr den? Ich sehe... Toll, jetzt ist der abgehauen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein! Willst du drüben landen? Nein, ich wollte da oben... Nein, du sollst da auf diesem Absatz landen. Mein Lieber. So. Da hinten... Nee. Doch? Nee? Ich weiß es nicht. Oder ist das ein Pteranodon? Das ist ein Pteranodon. Ah, wo ist denn der hin? Der unten, das ist auch ein Pteranodon. Ich sehe es schon kommen, das wird wieder so eine
Das wird wieder so eine Fail-Aktion. Das ist auch ein Pteranodon. Ist der weiter in die Richtung hier geflogen vielleicht? Ich sehe den nicht mehr. Ich würde gerade gerne an die Bäume ausblenden, muss ich sagen. So, wir gucken mal von oben, ob sich da irgendwas zeigt in diesem kleinen Wäldchen. Aber da ist einfach nichts. Da ist einfach gar nichts. Ich habe nur noch 3 Bolas, das heißt, ich kann da auch nicht beliebig oft jetzt noch probieren. Ich müsste das eigentlich jetzt relativ schnell schaffen. Sonst ist der, glaube ich, weg. Ist der vielleicht hier runtergeflogen oder sowas? Alter, was ist denn das da für ein Riesenfisch? Was ist denn das für ein Riesenvieh? Ach so, das ist ein... Ich dachte schon. Das ist nur ein Sabertooth Salmon. Ist da Öl im Wasser? Guck mal, das sieht so... Das sieht echt so aus, als wäre hier Öl im Wasser. Das ist gut. Das muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Das hilft mir aber jetzt trotzdem nichts, dass dieser Tapejara sich jetzt irgendwie vor uns hier versteckt. Und ich glaube, das Wackeln in den Zweigen bedeutet leider auch nicht viel. Ich sehe schon, das wird wieder so ein... Oh Gott, das wird wieder so ein zweiter Quetz. Das Coole ist, ich habe natürlich gelesen, was der kann. Und das finde ich ganz geil. Das ist natürlich schade, dass ich den jetzt nicht wiederfinde. Was der kann, ist eigentlich ganz geil, weil du kannst zu dritt auf dem... Nee, scheiße. Ich dachte, der hängt da vielleicht im... Ach, ich dachte, der hängt da vielleicht in der Wand fest. Das wäre jetzt natürlich super gewesen. Aber das ist ja nur ein Pteranodon. Man kann zu dritt auf dem reiten. Fliegen. Ja, reiten, fliegen. Also man reitet ja und fliegt dann. Und zwei Leute können dann halt ganz normal wohl ihre Waffen benutzen. Und einer steuert. Also der scheint ganz cool zu sein. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir den wieder? Der ist... Gefühlt ist der weg. Der ist da in den Wald rein und dann schwupps weg. Ach, das ist wieder der Pteranodon. Nein. Am Boden war der halt auch nicht. Ist er das? Nee. Hä? Auf einmal tauchen hier ganz viele auf. Was ist denn jetzt los? Hä? Ich habe ewig gesucht für den einen. Ich fühle mich gerade ein bisschen vom Spiel getrollt, wie immer. Was fliegen und fliegen so hoch? Ich will aber trotzdem den 105er. Ich weiß nur echt nicht, wo der hin sein könnte. Fliegt der vielleicht wieder da unten irgendwie? Wir gucken mal. Weil ich meine, die da, die sind ja irgendwie 3 Kilometer über dem Wasser. Das bringt mir, glaube ich, auch nicht so wirklich viel. Da hinten, das ist, glaube ich, wieder ein Pteranodon. Ja, das wimmelt. Das finde ich ein bisschen krass auf das Center. Hier wimmelt es echt nur so vor Pteranodons. Aber der hat sich irgendwie verpisst. So wie es aussieht. Also wenn der hier noch im Baum hängt, dann sehe ich ihn nicht. Und das Problem ist, hier sind natürlich viel zu viele Bäume. Ich könnte jetzt natürlich mal gucken. Der hier drüben ist jetzt auch weg, oder? Ne, da hinten ist er, da hinten ist er. Aber der war glaube ich, extrem low, kann das sein? Der war Level 20 oder so? Ja, das ist ja... Naja gut, um des Zähmens willen wäre das ja schon ganz cool, aber... Da drüben mit dem Spino, der ist halt ruckzuck hier drüben. Wenn der irgendwas Interessantes im Wasser findet. Und ja, das ist tatsächlich Öl. Aber das ist gut, das ist echt gut zu wissen. Ist mir jetzt egal, ich probiere das jetzt mal. Ich bin jetzt... Ich riskiere es jetzt. So. Wo ist er denn? Da. Nein! Jetzt haut er ab.
Ja, und die... Nee. Da ist er. Da ist er. Nein. Wir haben ihn. Ist der jetzt? So, egal. Level 20. Ich weiß nicht, was der frisst. Die Geräusche machen mich gerade ein bisschen nervös. Oh, ich... Okay, den haben wir. Ach, der, ich glaube, das ist nur hier der Große. Wo ist denn mein Pteranodon? Da hinten. Okay, den hole ich mir jetzt schnell. Dass wir ja nicht von dem Spino da irgendwie... Das Problem ist, ich muss mir halt jetzt noch was zu futtern holen für den, glaube ich. Ist das wirklich der Bronto? Das hört sich so komisch an. Ich muss mal gerade hier... Nicht, dass ich den direkt unterhalb von einem Giga oder T-Rex oder sowas gezähmt habe. Aber ich sehe nichts. Das hört sich immer so an, als käme das von rechts. Hä? Ich bin gerade extrem verunsichert. Oder ist das nur das... Ach, ich glaube, das ist... Bist du das, Kleiner? Ich glaube, der... Na, super. Also... Noch schlimmer kann ich es ja gar nicht treffen. Ich werde jetzt hier... Nee, ich werde den jetzt ganz ehrlich... Ihr seht den... Oh Gott, ich muss aufpassen, sonst sieht der mich. Ich möchte an dieser Stelle dieses Zähmen gerne abbrechen. Ich hoffe, ihr versteht, warum. Ich habe keine Angst, keine Lust, mich mit dem da anzulegen. Tut mir leid, liebes Tierchen, aber nein. Einfach nein. Scheiße. Och Mann, wieder mal verkackt. Das ärgert mich gerade. Irgendwie habe ich immer das Problem, ich verkacke immer total. Bei sowas, ich weiß nicht, wieso ich da so ein Pech habe, ich verkacke immer total. Ja, komm, flieg. Wir müssten also tatsächlich einen anderen finden, den wir auch wirklich zähmen können. Ich gucke mich hier einfach nochmal um, vielleicht ist der ja hier irgendwo noch. Aber hier sind halt irgendwie nur... Und das sah so friedlich aus da in der Ecke. Gott sei Dank kam der nicht näher. Ich frage mich gerade auch, ob das der ist, der bei meiner Basis da war. Aber hier ist jetzt irgendwie... Der ist weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist, aber der ist wirklich weg. Kann sein, dass der hier irgendwo in der Wand hängt. Aber da werde ich ihn wohl nicht wiederfinden. Wenn der hier oben hängen würde, wäre natürlich ganz gut, wenn ich ihn dann mit der Bola erwische. Aber ganz ehrlich, auf den... Na, wie heißt er? Auf den Giga habe ich jetzt wenig Lust. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Mal gucken, hier drüben waren noch zwei. Vielleicht kann ich davon ja einen irgendwie so ein bisschen an Land schubsen. Das wird dann aber wohl diese Folge, glaube ich, nichts mehr. Ne, die sind jetzt irgendwie... Da. Ich probiere es einfach mal. Welcher hat denn das... Warum sind denn hier so viele... Die sind auch nur selten eigentlich.
25. Und wo ist der andere? Da. 55. Okay, den nehmen wir. Den versuchen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Land zu... Da sind schon wieder... Die schwarzen Flecken kommen übrigens tatsächlich von Ark. Ich habe da mal geguckt. Das Problem ist, der fliegt viel zu hoch. Ich müsste den eigentlich nach unten treiben. Oder landet der? Mag der vielleicht da irgendwo landen? Der müsste halt auch irgendwo mal festhängen. Aber ich versuche den mal ein bisschen wegzutreiben. Vielleicht eher so in Richtung unserer Basis. Da ist es, da erscheint es mir zwischendrin ein bisschen sicherer. Komm, hau ab. Nein, 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 nicht darüber. Nicht darüber. Nicht. Oh Gott, das wird doch nichts. Morg, das wird doch nichts. Das sehe ich doch gleich. Komm, jetzt. Jetzt. Schluss. Hier. Aus. Auf den Boden mit dir. Runter. Ich krieg hier gerade die Krise. Wo soll denn jetzt hin? Hä? Das, ist das noch der gleiche? Jo. Hä? Ich verstehe es nicht. So, wenn wir jetzt von hier ankommen, dann müsste er doch eigentlich vor uns wegfliegen. Das Problem ist, guck mal, wie hoch der ist. Ich kann den doch hier niemals zähmen. Der fällt irgendwo hin, den finde ich nicht wieder. Und, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Also mal abgesehen davon, ich bräuchte jetzt einen Quetz, um den zu zähmen. Ich muss mal ganz kurz landen, weil sonst ist auch gleich meine... Moment, aber wir probieren es mal. Vielleicht, wenn ich von oben komme, flüchtet der dann vielleicht nach unten. Nee, jetzt juckt ihn das gar nicht. Warum kann man die Bola eigentlich nicht benutzen, wenn man auf einem Pteranodon sitzt? Das finde ich ein bisschen doof. Das hätten sie ruhig mal einführen können. Ich muss jetzt wirklich landen. So. Oh, was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt mit dem? Ich krieg den da nicht runter. Ach Mann, ich ärgere mich gerade. Ich habe aber auch echt so ein Pech. Wieso passiert das immer mir? Ich würde den gerne zähmen, aber... Wo fliegt er? Wo fliegt er denn jetzt hin? Das Problem ist, der fliegt halt nicht nach unten. Also, naja, gut, jetzt gerade schon. Das war jetzt... Wäre der typisch. Ich sag, der fliegt nicht nach unten. Was macht er? Er fliegt nach unten. Nee, das Problem ist... Ihr seht halt, wie hoch der fliegt. Ich weiß gar nicht, warum der hier oben spawnt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber der will einfach nicht landen. Also der hat da einfach null Bedürfnis zu, wie es, so wie es aussieht. Und wenn der hier halt irgendwo landet, ich habe keine Ahnung, was da unten ist. Andererseits, wisst ihr was, probieren können wir es mal. Aber dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Da werde ich jetzt den Quetz holen. Und dann fliegen wir halt mit dem Quetz darüber. Müssen wir mal gucken, ob das dann, ob ich dann, weil da kann ich mich ja zumindest draufstellen. Und dann kann ich dem vielleicht auch die Bola an den Kopf schmeißen. Dann muss ich halt nur sehen, dass ich ihn unten auf dem Boden wiederfinde. Klingt zumindest nach einem Plan. Ich meine, wir haben noch zwei Bolas, vielleicht schaffe ich das ja in der Zeit. Gott, ich merke gerade, ich sollte meine Einstellung wieder ein bisschen runterstellen. Moment. Das muss ich mal ganz kurz machen. Wir machen mal Distance Field Ambient Occlusion, Distance Field. So, das machen wir mal aus. So, meine Grafikkarte hat sich nämlich... Oh, jetzt kommen hier 50 FPS. Sieht zwar nicht mehr... Ja, es sieht nicht mehr ganz so schick aus. Das finde ich schade. Distance Field Ambient Occlusion sieht wirklich gut aus. Aber jetzt ist das alles so... Ich meine, ihr seht, was ich meine, ne? Das ist jetzt so wenig schattig. Nee, Moment, das müssen wir wieder... Also Distance Field Ambient Occlusion lasse ich an. So. Nee, Distance Field Ambient Occlusion war das gar nicht. Was war das denn? Screen Space Ambient Occlusion? Ja, Screen Space Ambient Occlusion war das. So, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Ah, und ich habe trotzdem 50 FPS. Das ist gut. Ich kann es halt nicht mit, ich würde es halt gerne mit 60 aufnehmen, aber das geht halt einfach nicht. Das macht mein Rechner, macht meine Festplatte nicht mit. Aber jetzt habe ich doch deutlich höhere FPS und das ist eigentlich ganz gut.
So, ich will den auf jeden Fall nochmal suchen. Wenn wir den jetzt, sollten wir den jetzt doch finden, was ich gerade schon wieder als schwierig erachte. Da oben ist einer. Das ist der bestimmt, oder? Er ist zu weit weg, ich sehe das Level nicht. Egal, ich probiere das jetzt. Der sollte dann theoretisch einmal abhauen. Ja, das ist er auf jeden Fall. So, wir nähern uns ihm mal. Und ich wette bei meinem Glück, der knallt direkt ins Wasser oder in das Maul eines T-Rex. Mach den Kopf weg! Alter. So, aber ich glaube, wenn der jetzt abhaut, dann kann ich dem erstmal... Oh, diese schwarzen Flecken, ich weiß nicht, was das ist. Das ist seit dem letzten Update. Hörst du auf abzuhauen? Der ist natürlich auch noch schneller als ich. Das ist ein größeres... Also das ist jetzt tatsächlich ein größeres Problem. Ach, du mit deinem blöden Kopf, nimm den mal... Das war's, ich habe keine Bohle. Oh. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich kotze gerade richtig. Ich kann auch, glaube ich, keine mehr herstellen. Ne? Da fehlt mir Stone, Fiber und Hide. Oh. Machen wir das in der nächsten... Ich glaube, wir müssen das in der nächsten Folge machen. Ich muss mir neue Bolas bauen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Ark. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht ein bisschen besser an so ein Vieh rankomme. Ach. Das ist schwierig. Also das ist, glaube ich, echt ein schwieriges Unterfangen, so ein Vieh zu zähmen. Ich glaube, da zähme ich hier. Aus Frust muss ich jetzt den T-Rex da drüben töten. Das machen wir jetzt noch. Zumindest ein bisschen was. Hier sind drei, wenn ich das richtig sehe. Und Raptoren, jede Menge. Und noch ein T-Rex. Ja, wir gehen jetzt hier mal töten. Bisschen töten muss auch mal sein. Ja, du auch. Ich glaube, ich weiß, was ich in der nächsten Folge mache. Hallo Galli. Oh, der ist hoch. Der Rex hier ist richtig hoch. Komm, den auch noch. Da wird auch der Bronto dran glauben, aber ist mir jetzt egal. Schade, den hätte ich vielleicht mal lieber zähmen sollen. Apropos zähmen, ich bin gerade was am Überlegen. Das könnte ich vielleicht nächste Folge mal machen. Ich habe ja noch Dinos hinten in dem Pillar, die könnte ich langsam mal abholen. So, Freunde, aber damit war es das wirklich für heute. Ein frustrierter Morgsen verabschiedet sich von euch und sagt einfach, naja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann... Da will man immer was Spannendes machen und dann klappt es halt einfach nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Na gut, bis zum nächsten Mal und ich sag einfach mal ciao.